Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Diesmal, was liegt im Verborgenen? Was siehst du nicht? Was nimmst du nicht wahr? Doch was ist schon zum Greifen nah? Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Skorpion, was liegt im Verborgenen? Welches Thema? Deine Medialität, deine Feinstofflichkeit. Explosionsartig. Und du siehst es nicht kommen, beziehungsweise rechnest nicht damit. Auch wenn es im Unterbewussten schon des Längeren arbeitet, doch deine Feinstofflichkeit, deine Intuition möchte dir etwas sagen, dich auf etwas hinweisen, was für dich ja ein großer Glückstreffer ist, beziehungsweise für dich großes Glück bedeutet. Wunderbar. Wie man so schön sagt, alle Wege führen nach Rom, auch die Umwege. Das siehst du nicht kommen. Sehr starke Verbundenheit, vor allem zu den Sternen, zu den Sternwesen, lieber Skorpion. Gut möglich auch, dass dir in nächster Zeit eine Katze, vielleicht sogar eine schwarze Katze, zulaufen wird, über den Weg laufen wird, auf dich zukommen wird. Wenn es keine Katze ist, ist es ein Vierbeiner, zumindest mit sehr dichtem Fell. Auch wirst du dich mehr und mehr auf dich selbst verlassen, dir selbst vertrauen, lieber Skorpion, deinen Fähigkeiten mehr vertrauen. Aus deinen Fähigkeiten heraus weißt du, was zu tun ist. Und dieses Tun, diese Handlung ist ein absoluter Glücksgriff. Vom Glück gesegnet, lieber Skorpion. Es wird definitiv leichter und nicht nur leichter, es wird grandios. Große Erleichterung macht sich in dir breit. Und zwar, lieber Skorpion, ob du es glaubst oder nicht, deine außerordentlichen Fähigkeiten über deine Träume. Achte nicht nur auf diesen Vollmond, sondern auf alle Vollmonde. Die Träume, die du 3 bis 4 Tage vor Vollmond, 3 bis 4 Tage nach Vollmond wahrnimmst, dich daran erinnerst, die sind ausschlaggebend. Bitte führe ein Traumtagebuch. Bitte nimm, wenn du davon aufwachst mitten in der Nacht, mach dir selbst eine Rekorderaufnahme in deinem Handy, wo auch immer. Ausschlaggebend, was in diesem Traum vorging. Bitte achte in diesem Traum vor allem auf das Gefühlte. Wie hast du dich gefühlt? Denn die Situationen, die diese Gefühle oder gar Emotionen in dir auslösen werden, werden auf dich zukommen. Sehr viel Astralprojektion, Astralreisen. Dein Traum, ein ganz bestimmter Traum, in dem du Kreuze siehst, beziehungsweise Türen, in denen Fenster kreuzartig angebracht sind. Fenster, alles, was damit zu tun hat, bereitet dich auf ein Ende vor. Jetzt wieder keine Panik, du stirbst nicht, keiner stirbt. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten mit deinen Gedanken bitte. Sondern es ist das Ende eines Zykluses, einer Ära in deinem Leben, die absolut zu Ende gehen muss.
Deine Träume bereiten dich darauf vor. Warum muss es zu Ende gehen? Weil ansonsten das hier nicht in vollster Explosion im Feuerwerk zu dir kommen kann. Hohe Wesen, sehr hohe, von der Intelligenz her sehr hochentwickelte Sternwesen werden zu dir kommen, werden mit dir sprechen, Kontakte mit dir aufnehmen. Diese Informationen, die du von ihnen bekommst, helfen dir bei deiner ganz persönlichen Weiterentwicklung, aber nicht nur das, sondern sie führen dich weiter und tiefer hinein in die Materie, was auch immer das für dich bedeuten mag. Der Skorpion, was liegt im Verborgenen, was kommt? Also definitiv deine Feinstofflichkeit, deine Medialität, da kommt etwas sehr, sehr Unerwartetes auf dich zu, auch wenn du gehofft hast, dass es sich eventuell vertieft erweitert. Es kommt in so einem Ausmaß, wie du es dir nicht in deinen kühnsten Träumen hast erhofft. Ja, wie schon gesagt, hier steht, alle Wege führen nach Hause, alle Wege führen nach Rom, auch die Umwege. Diese Sternenwesen, du bist eins von diesen Sternenwesen. Du gehörst zu diesen Sternenwesen, die da Kontakt mit dir aufnehmen. Höre auf deine Intuition. Es geht um deine innere Autorität, auch gleichzeitig innere Selbststrenge. Es geht, diese Selbststrenge loszulassen. Es gilt, diese Selbststrenge umzuwandeln in innere Weisheit, bewusst in innere Weisheit umzuwandeln. Fünf Menschen im Hier und Jetzt gehören zu deiner Seelenfamilie, zu diesen Sternwesen. Falls du jetzt sagst, ich wüsste nicht, wer jetzt so feinstofflich hochentwickelt ist oder so intelligent entwickelt ist, auf dass es nicht von dieser Welt sein kann, wisse, dass diese auf dich zukommen werden. In den nächsten 7 Jahren wirst du diese 5 Menschen spätestens finden. Befasse dich bitte mit dem Thema der goldenen Kinder, das goldene Kind. Entweder verbindest du dich mit eben diesem goldenen Kind beziehungsweise mit den goldenen Kindern der Sternenwesen. Es geht um die seltenen, ganz, ganz seltenen Gaben und Talente, die diese goldenen Kinder besitzen, die ihnen innewohnen, die sie ausmachen. Sie sind da, um diese Gaben und Talente mit dir zu teilen, dich daran teilhaben zu lassen, auf dass sie dir weiterhelfen. Auch bitte befasse dich mit dem Thema Schuld und Unschuld. Denn nur wenn du dieses Thema komplett loslässt, aus der Wertung kommst, diesbezüglich sind die Informationen dieser goldenen Kinder für dich abrufbereit. Diese goldenen Kinder haben mit der Sonne zu tun. Sie sagen, sie kommen durch die Sonnenstrahlen auf die Erde. Oder verbinden sich durch die Sonnenstrahlen mit der Erde. Ja, und du wirst deinem inneren Ruf folgen.
Du wirst, lieber Skorpion, einem sehr harten Training unterwiesen. Jetzt werden alle aufstehen und sagen, was heißt das wieder? Du wirst einem harten Training, in einem harten Training, für dich empfundenen harten Training unterwiesen, denn es geht jetzt darum, deine Seelenaufgabe, deine Seelengabe aufs vollste Potenzial zu entwickeln. Also, du wirst quasi noch einmal im übertragenen Sinne die Schulbank drücken, dich noch mehr einbringen. Pass aber auf, dass du es nicht verbissen tust. Es soll alles spielerisch vonstatten gehen. Doch du wirst dich vielleicht dabei ertappen, dass du mit deiner Gabe, deiner medialen Gabe, die du hierher gebracht hast, dass du da immer mehr und mehr und mehr Zeit investieren wirst. Sieh es als Training an, denn es ist jetzt die Zeit für dich hinauszugehen in die Welt. Und um in die Welt hinauszugehen, musst du aufs Beste vorbereitet sein. Denn du verbindest den Kosmos mit unserer irdischen Welt. Was es dazu braucht und das daraus resultierende, lieber Skorpion, im Extended machen wir weiter. Ich warte dort auf dich. Bis gleich. Ich freue mich auf dich. Ciao.